Mit iOS 11 wurde Apples AR-Kit auf vielen iPhones und iPads installiert und die Entwickler haben bereits die ersten Apps im App Store veröffentlicht. Ich habe mir 4 dieser Apps auf mein iPhone runtergeladen und will sie mir gemeinsam mit euch kurz anschauen. Die erste App ist tatsächlich eine Wetter-App. Man mag es kaum glauben, aber Carrot hat es geschafft, in ihrer Wetter-App einen AR-Modus einzubauen. Klingt im ersten Moment nicht so sinnvoll, wenn man ihn mal ausprobiert hat, macht er durchaus Spaß. Erstmal im Menü auf AR-Modus klicken, dann muss man die Kamera freigeben, weil ohne die Kamera funktioniert Apples AR-Kit nicht. Dann muss man das Gerät ein bisschen am Boden entlang führen, damit Apples AR-Kit erkennt, was der Boden ist. Dann muss man mit diesem Kreis auf dem Boden einen Punkt suchen, wo dann unser AR-Objekt installiert wird. Das hier ist ein ganz guter Punkt, da setzen wir das mal ab. Und schwupp schwebt diese Kugel hier mit Wettinformationen über den aktuellen Standort im Raum herum. Man kann sich dann auch rundherum bewegen, kann näher rangehen, kann wieder ein bisschen vorbeigehen. Man kann auch auf die Kugel draufklicken, das mag sie nicht so gerne. Und das ist eine ganz witzige Funktion, um den AR-Modus mal auszuprobieren. Natürlich ist das für eine Wetter-App keine Funktion, die man jetzt permanent benutzen möchte. Aber um mal auszuprobieren, wie AR-Apps so funktionieren, ist das eine ganz lustige Sache. Die nächste App, AR Dragon, ist aus der Kategorie Spiele. Im App Store gibt es einen eigenen Reiter für AR-Spiele. Dort könnt ihr mal so ein bisschen drüber gucken, was im Moment schon veröffentlicht ist. AR Dragon ist eine Art virtueller Tamagotchi, den ihr im Raum platzieren könnt. Einfach hier wieder den Fußboden auswählen und dann könnt ihr den Drachen auf dem Fußboden beschwören. Der kleine Drache lässt sich streicheln, man kann ihn füttern, man kann mit ihm spielen und man kann natürlich auch per In-App-Käufe im Shop Souvenirs für den Drachen kaufen. Etwas komplizierter ist das Spiel Arise. Hier wird in der virtuellen Welt eine Insel beschworen. Wenn ihr diese Insel im Raum platziert habt, dann könnt ihr das entsprechende Level auswählen. Bisher ist nur eines verfügbar, weitere werden hinzugefügt werden. Dann ist es so, dass auf dieser kleinen Insel ein Ritter herumläuft und ihr müsst euch jetzt mit eurem Smartphone um diese Insel herum bewegen. Das ist kein Spiel, was man auf der Couch spielen kann, da muss man tatsächlich aufstehen, weil man nämlich die Kamera des iPhones so bewegen muss, dass diese kleinen Brücken, über die der Ritter laufen muss, tatsächlich ins Bild passen. Man sieht das an diesen blauen Punkten, wenn die übereinstimmen, dann schafft der kleine Ritter es, darüber zu laufen. Das wird mit der Zeit etwas kniffliger, die Rätsel werden etwas schwieriger, man muss mal ein bisschen ausprobieren und wie gesagt, man muss die ganze Zeit um die Insel rumrennen. Ist ein sehr spaßiges Spiel und auch hier, wie gesagt, wird AR sehr ausführlich ausgenutzt. Ist ein sehr interessantes Spiel und AR wird hier wirklich zum spielentscheidenden Element. Also wer AR wirklich mal ausprobieren möchte, ist mit Arise genau richtig. Die letzte App ist leider im deutschen App Store noch nicht erschienen, und zwar IKEA Place. IKEA Place gibt es bisher nur im amerikanischen App Store, wird aber sicherlich in der nächsten Zeit auch in Deutschland verfügbar sein. IKEA Place ist wahrscheinlich die im Moment praktischste Anwendung. Mit IKEA Place kann man nämlich aus dem IKEA-Katalog sich zum Beispiel einen Stuhl aussuchen und diesen im Raum platzieren. Und dann kann man den Stuhl vorher noch ein bisschen drehen und wenn man dann zufrieden ist, einfach auf das Häkchen klicken. Dann kann man auch näher an den Stuhl rangehen, kann gucken, wie der sich im Raum verhält, ob der passt, ob der in der Größe passt, ob der zu der Farbe der Wand passt, all solche Dinge. Man kann auch richtig rangehen und sich die Struktur angucken, all sowas. Das wirkt schon wirklich sehr realistisch und zeigt, wie mächtig AR-Kit eigentlich ist. Wie gesagt, wir hoffen, dass die App demnächst im deutschen App Store dann auch verfügbar ist, weil im Moment sind die Preise noch in Dollar und bestellen kann man im Moment auch noch nicht. So, das war nur ein ganz kurzer Einblick. Wie gesagt, der App Store hat einen eigenen Reiter, hier in dem Fall Spiele, fantastische AR-Spiele. Dort könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken und noch ein paar andere Sachen raussuchen. Und wie gesagt, es sind erst ein paar Apps, aber es würden immer mehr werden. Und die ersten Versuche zeigen schon, wie mächtig AR ist und wie viel Spaß das bringt und wie gut das auch mit iPhone und iPad funktioniert. Ich hatte hier jetzt ein iPhone 6S. Aber auch damit, wie gesagt, überhaupt keine Probleme, auch wenn das Gerät schon 2 Jahre alt ist. Akkuverbrauch ist durchaus vorhanden, allerdings ist es nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Also man kann durchaus ein bisschen damit spielen. Man sollte jetzt allerdings nicht viel AR ausprobieren, wenn man dringend auf den Akku noch angewiesen ist oder eine Steckdose so weit weg ist. Insgesamt sehr viel Spaß gebracht. Ich freue mich auf AR-Kit, was da noch so alles kommt.
Viele Entwickler haben ja auch schon Apps vorgestellt, die bis jetzt noch nicht veröffentlicht sind, wie zum Beispiel MeasureKit, mit dem man Räume ganz genau ausmessen kann oder Objekte, dann wirklich mal gucken kann, ob die in eine Lücke passen oder sowas. Da kommt noch einiges auf uns zu. Es gibt auch schon sehr kunstvolle Apps, die gezeigt wurden, irgendwie mit Musik und so. Wir haben schon mal auf MacLive.de so eine Zusammenfassung gemacht mit verschiedenen Videos über AR-Kit. Da sind die vorgestellt. Also es wird eine spannende Zeit. Ich freue mich drauf. Und wenn sich neue Dinge dort tun und wenn neue Apps erscheinen, dann zeigen wir euch die natürlich hier auch nochmal auf YouTube bei MacLive.de. Tschüss!